Hallo zusammen, heute habe ich das besondere Vergnügen, euch eine meiner absoluten Lieblings-Skat-Aufgaben zu präsentieren, ein Nulluvert, der die Gehirndrähte so richtig zum Glühen bringt. Und das war für mich damals richtig so ein Augenöffner. Kann ich mich noch daran erinnern? 2004 rum muss das gewesen sein, da ist mir diese Aufgabe mal gestellt worden. Die geisterte damals schon so durchs 32-Karten-Forum, war also bei Enthusiasten schon bekannt. Ich kannte das nicht und ich denke, ja, Nulluvert mit offenen Karten, das kann ja nicht so schwer sein. Und ich sag mal so, wenn nicht vorgegeben wäre, dass der Nulluvert zu schlagen ist, dann wäre ich da wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Denn auch so habe ich extrem lange dran rumgeknobelt. Und was ich da so faszinierend dran finde, ist eben auch die Funktionsweise von unserem Gehirn, wie das gewisse Wege, die es absurd findet, direkt aussortiert. Das ist eigentlich ein Feature, aber in so gewissen Konstellationen kann das dann eben auch als ja, fehlerhaft sich herausstellen. Denn wenn du hier die Lösung kennst, dann wunderst du dich auch, hä? Ja, und wieso habe ich da nun so lange für gebraucht? Ja, also kommen wir hier mal zur Aufgabe. Ist übrigens auch als Rätsel draußen, Rätsel 61, kniffliger Nulluvert. Wir schauen in Vorhand, ja, auf eine Allerweltskarte, sage ich mal. Mittelhand hat auch einen Ansatz, den er hier in dem Fall bis 20 reizt. Wäre sicher auch plausibel, dass er bis 30 reizt oder wir hier bis 24, wie auch immer. Von uns beiden kommt keiner ran und Hinterhand legt jetzt diesen Nulluvert hin mit Pik dicht und Herz dicht, da hat er gar keine Sorgen. Karo 8 und 9 und Kreuz 8 sind hier die Baustellen. Und was wir direkt sehen können, ich in Vorhand habe weder Karo noch Kreuz 7. Das Spiel geht also nur zu schlagen, wenn mein Partner Karo oder Kreuz 7 spielt und ich mir diese Farbe freigeworfen habe. In Karo habe ich allerdings 4 Stück, in Kreuz 3. Und die einzige Möglichkeit überhaupt abzuschmeißen ist in Herz. Deswegen relativ logisch, dass wir erstmal mit Herz Ass starten müssen, um uns überhaupt eine Abwurfmöglichkeit zu verschaffen. Also erster Stich, ganz logisch, einmal Herz Ass raus. Gedrückt übrigens hier mit offenen Karten ist das ja zu sehen. Das ist natürlich aus der Hand hier, wenn man nur eine verdeckte Karte oder nur seine Vorhand sieht, noch nicht hundertprozentig sicher, aber letztlich ist es plausibel. Es kann natürlich kein Herz und kein Pik gedrückt sein. Es sind zwei hohe Kreuz gedrückt, Kreuz Ass und 10. Ja, alles andere macht wenig Sinn. Ein hoher Kreuz, ein hoher Karo wäre auch noch möglich, aber sei es drum. So, 15 Augen gezogen. 15 Augen, auch interessant, wie man da so drauf kommt. Beim Nulluvert zählen die Punkte ja gar nicht. So, und jetzt muss natürlich der Spieler in Mittelhand rangebracht werden, damit er überhaupt Herz ziehen kann. So, das geht nicht auf Kreuz, das geht theoretisch in Pik, aber irgendwie erschien es mir auch von Anfang an logisch, dass wir besser in Karo die Übergabe spielen, denn danach steht die Karte so ein Stück weit auch symmetrisch. Es ist jetzt eben schon gegeben, dass wir in beiden Farben, in Kreuz und in Karo, jeweils noch 3 haben. Der Alleinspieler hat die blanken Achten in der Hand und unser Partner kann jetzt zweimal Herz ziehen, auf die wir abschmeißen können. Und jetzt kommt eben schon das Problem. Wenn wir einfach mal fortsetzen, Herz kommt, Alleinspieler muss bedienen. Wenn wir jetzt eben Karo abschmeißen, dann auf den nächsten Herz muss der Spieler nochmal bedienen, fliegt unser zweiter Karo und die einzige Möglichkeit, überhaupt ein drittes Mal abzuwerfen, ist auf den achten Herz. Also unser Partner muss nochmal Herz spielen, sonst kann es gar nicht gehen. Aber auf den achten Herz, wenn wir hier Karo abgeworfen haben, wird natürlich der Alleinspieler auch seine Karo 8 abwerfen. Der schmeißt Karo 8 ab, wir schmeißen unseren letzten ab und es geht nicht mehr. Ja, also dusselig, ne? Mit anderen Worten, gut, müssen wir es anders machen, müssen wir Kreuz abschmeißen. Aber letztlich ergibt sich das gleiche Problem: Wir sind ein zu spät. Es kommt der zweite Herz, es fliegt der zweite Kreuz, es kommt der achte Herz. Der Alleinspieler, der ja auch nicht dumm ist, hat ja gesehen, dass Kreuz abgeworfen wird. Er wirft auch Kreuz ab. Ja, mit anderen Worten, geht nicht. Oder geht eben doch. Und das ist jetzt ja, so eine Geschichte. Wie gesagt, wenn du drauf kommst, wenn du es kennst, denkst du ja, klar, Ausschlussverfahren, ne? Wenn Kreuz nicht geht und Karo nicht geht, dann muss es eben Pik sein. Wir müssen in Pik abwerfen und du kommst einfach nicht drauf, weil du am Anfang gleich geguckt hast, ah, Pik steht 2 zu 2 und Pik ist da sowieso nicht drin, ist eine Farbe, die du eigentlich so gefühlt erstmal aussortierst. Die spielt für dich an sich gar keine Rolle. Und jetzt wird das aber hier die Farbe, mit der wir diesen Abwurf verzögern können. Und damit kriegen wir den Alleinspieler dann eben doch an den Eiern. Herz nochmal hinterher, nochmal Pik.
Pik-Abwurf. Und jetzt auf den letzten Herz muss sich der Alleinspieler zuerst entscheiden, welche 8 er abschmeißt. Gut, sagen wir jetzt mal, er schmeißt Karo ab. Dann fangen wir eben an, hier Kreuz abzuwerfen, und wirft er Kreuz ab, dann tragen wir hier eben Karo ab, und jetzt kommt eben die 2 Pik-Karten hinterher. Das ist der verzögerte Abwurf jetzt. Damit, diesem kleinen Clou, haben wir es geschafft, dass der Alleinspieler sich zuerst entscheiden muss, und damit haben wir ihn jetzt letztlich bekommen. Insofern war das auch ganz wichtig, dass wir hier nach dem Herzass im zweiten Stich Karo treffen und nicht Pik in der Übergabe. Spielst du Pik, weil du denkst, ist egal, dann hast du das Ding auch gleich versemmelt. Du musst schon diesen kompletten irrwitzigen Plan dir vorher ausgedacht haben, und damit bekommst du diesen Nullouvert an der Angel. Ja, und ich habe damals, ich weiß es nicht, ich glaube, mindestens eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde drüber gebrütet und habe zwischendrin auch schon gedacht, das geht nicht, das ist ein Fehler. Es kann nicht sein, dass die Aufgabe heißt, schlage dieses Spiel. Aber an sich ganz einfach, wenn du eben die Lösung kennst. Ja, also ein absolutes Highlight, zeigt mir, wie tief Skat geht, dass es da Motive gibt, die du dann doch irgendwie noch nie gesehen hast. Du darfst da nicht denkfaul sein, musst immer dich selber neu herausfordern, und das macht einfach die Faszination aus. Deswegen vor allen Dingen, wenn ihr dann mal wieder am Tisch so eine Situation habt, wo ein Spieler ein bisschen unkonzentriert einen Nullouvert verbaselt und der andere macht ihn dann gleich zur Schnecke, Mönch, Nullouvert, offene Karten, dann legt im Zweifel hier mal die Partie hin und sagt ihm, jetzt zeig mal, wie gut du Nullouvert wirklich spielen kannst mit offenen Karten. Das wirst du doch wohl in einer kleinen Bedenkzeit rausbekommen, und dann könnt ihr mal sehen, ob ihr damit noch was Gutes tun könnt. Ja, dann freue ich mich, dass ihr dabei wart, wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt am Ball, und wie immer, gut Blatt!